Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, heute soll es gehen um zwei Themen. Ich fange einmal mit dem super Knüllerchen an. Und zwar möchte ich euch einmal erzählen, dass es gerade eine Mein.Schmuck-Rabattaktion gibt. Und zwar bekommt ihr bis einschließlich 29.05. 25% auf alle Produkte. Und die Firma Mein. Hat mir vor kurzem wieder ein wunderschönes für mich Set, weil es halt eins zu eins zusammenpasst. Es sind aber zwei separate Produkte, die ich euch einfach mal zeigen möchte. Und mit meinem Rabattcode BIRTE21 kriegt ihr zusätzlich noch versandkostenfrei mit oben drauf. Deswegen habe ich gedacht, ich starte damit das Video gleich einmal, bevor wir zu den Lidschatten kommen. Das habt ihr ja auch im Titel gesehen. Genau, aber ich wollte euch, wie gesagt, einmal das wirklich ans Herz legen. Ihr wisst, ich habe jetzt schon länger eine Kooperation mit Mein. Die Firma Mein. Stellt mir den Schmuck kostenfrei zur Verfügung. Ich habe keine Gewinnbeteiligung oder sonstiges in dem Fall. Ich bin da völlig transparent, aber ich kriege eben den Schmuck zur Verfügung gestellt und darf ihn mir selber aussuchen. Und dieses Mal habe ich mir diese wunderschönen Ohrringe ausgesucht. Das sind roségoldfarbene Kreolen mit diesem für mich Mein. Kleeblatt. Und das ist das Modell Katharina Alma. Und dazu habe ich mir ausgesucht, weil ich einfach fand, dass das so schön passt und weil ich tatsächlich auch keine kurze Halskette habe, weil ich tatsächlich noch nie wirklich eine gefunden habe, die mir super gut gefällt, auch an mir. Und ja, dieses Modell finde ich einfach super, super schön und das ist die Kette Vita. Wie gesagt, ich blinke euch hier nochmal den Rabattcode ein, beziehungsweise die Rabattcodes. Und wenn ihr euch mit richtig coolen, schönen, filigranen Schmuck beschenken wollt, kann ich euch wirklich nur absolut, absolut ans Herz legen, da mal zu schauen. Und ja, ich hoffe, ihr werdet fündig und habt ganz viel Freude mit den Produkten, so wie ich es habe. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir weiter mit den Colourpop Lidschatten, die ich mir gekauft habe. Genau, wir werden heute swatchen, bis die Schwarte kracht. Ich habe mir 8 neue Lidschatten gekauft und zwar die Colourpop Super Shock Shadows. Wenn ihr meinen Kanal schon länger schaut, wisst ihr, ich habe eine ständig wieder auflebende Liebe zu diesen Lidschatten. Ich bin eine Freundin im Alltag vom One-Shadow-Look. Ich feiere das total, dass man mit einem Lidschatten wirklich einfach super schick und zurechtgemacht aussehen kann. Und als Colourpop vor kurzem, ich glaube 30% sogar auf die Super Shock Shadows hatte, habe ich einfach 8 Stück gekauft. Weil ja, ich die einfach super gerne und wirklich häufig auch verwende, gerade eben in meinem Arbeits- und Mutti-Alltag. Und die werden wir uns jetzt heute angucken. Ich sage gleich, es sind viele relativ ähnliche Töne. Es ist alles sehr alltagstauglich, sehr nudie, sehr schimmerig. Also wenn ihr das mögt, seid ihr hier auf jeden Fall heute richtig. Aber ich habe auch 3 Töne dabei, die recht tragbar, aber speziell und schön fröhlich sind. Und ja, auf die freue ich mich auch irgendwie ganz besonders. Deswegen, also wenn ihr Lust habt zu sehen, was ich geshoppt habe bei Colourpop, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Viel Spaß. Die Farbkleckse hebe ich mir fürs Ende auf. Wir starten mal mit was ganz, ganz alltagstauglichem. Falls ihr die Super Shock Shadows nicht kennt, es ist eine ganz interessante Textur. Und zwar ist es eine Mischung zwischen einem quasi Creme-Lidschatten, aber irgendwie auch nicht, einer Art Mousse, aber irgendwie auch nicht und einem Puder-Lidschatten, aber auch nicht. Genau, ihr bekommt sie in diesen kleinen Pöttchen. Ich weiß aber auch, dass es einige Colourpop-Paletten gibt, wo immer so 1 oder 2 Super Shock Shadows im Pfännchen mit eingebaut sind. Sorry für das Licht, Petrus macht heute einen DJ für uns mit der Lichtstauorgel draußen, ja? Genau, die kriegt ihr in diesen kleinen Pöttchen, was dafür sorgt, wenn ihr die richtig gut verschließt, dass die eben auch sehr schön lange halten. Ich habe einige meiner Super Shock Shadows seit Minimum 5 Jahren und die krachen immer noch komplett, also ohne Probleme. Der erste Ton, den ich euch zeigen möchte, ist dieser sehr schöne, alltagstaugliche Ton, aber mit Pfiff. Und zwar ist es die Farbe La Mesa. Ich zeige es euch einmal. So sieht der Ton aus. Ihr seht schon, es ist ein super schöner, schimmriger Ton. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass der so einen leichten Peachy-Einschlag hat. So, ich versuche das heute mal irgendwie sinnvoll zu machen, so dass ihr es auch sehen könnt. Genau, aber das kann man ganz gut sehen. Es ist halt ein wunderschöner Champagnerton mit Peach-Einschlag und richtig schön viel Schimmerglitter. Es ist definitiv ein relativ hoher Glitzeranteil drin,
Aber es ist nicht so, dass euch die Glitzerflakes irgendwie übers Gesicht tanzen. Ja, mega schön für den One Shadow Look La Mesa. Dann haben wir, das war, deswegen hat die Farbe von diesem Pöttchen hier eine andere Farbe, in so einem Set ursprünglich, was man aber auch einzeln kaufen kann. Und zwar ist es die Farbe I Heart This. Und ja, das ist ein wunderschöner, ebenfalls Champagnerton, allerdings etwas kühler und mit einem leichten rosanen Schimmer. Genau, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich finde, die kann man wirklich bei den Swatches viel besser erkennen. Die swatche ich gleich mal nebeneinander und dann seht ihr vielleicht auch schon, dass die so ein bisschen unterschiedlich im Grundton sind. Der La Mesa ist wesentlich, ja, orangig, peachiger und der hier ist eher fast ein bisschen mit einem braunen Unterton. Wunderschön, ganz toll, alleine auf dem Augenlid, feiere ich total ab und ja, ganz, ganz toll, I Heart This. Dann machen wir mal weiter mit Amaze und Amaze finde ich so cool, dass ich ihn mir jetzt schon das zweite Mal gekauft habe, ohne dass ich es wusste. Amaze ist ein ganz toller Champagnerton mit einem Bronzeunterton, ebenfalls mit Schimmer und Glitzer. Und wie gesagt, ich würde ihn mir nicht nochmal gekauft haben, fände ich ihn nicht super. Und da seht ihr auch gleich, dass der Unterton wesentlich farbintensiver ist und eher so in die Bronze-Richtung geht, aber ebenfalls noch einen goldenen, leicht peachigen Einschlag hat. Ganz, ganz toll. Das ist die Farbe Amaze. Dann habe ich hier die Farbe Millionaire. Mit diesem Ton habe ich schon seit Jahren geliebäugelt. Das ist einer der Bestseller von Colourpop und mittlerweile kann ich auch verstehen, weshalb. Es ist nämlich ein etwas dunklerer Ton. Aber auch nicht so, dass man Angst haben muss. Es ist ebenfalls super für den One Shadow Look. Man muss bei dieser Farbtiefe nur da aufpassen, dass man nicht so weit über die Lidfalte rüber geht, weil ansonsten ist es für mein Empfinden ein bisschen zu intensiv. Also ich finde, da sollte man das Pigment möglichst am Wimpernkranz lassen, ein bisschen auf dem beweglichen Glied. Und das Glied, was soll ich sagen? Ein bisschen auf dem beweglichen Augenlid und dann nach oben leicht ausrauchen. Wunderschön. Auch das swatche ich euch natürlich. Und da habt ihr ihn. Ihr seht, im Gegensatz zu dem Amaze, der Amaze hat ein bisschen mehr Ton, ein bisschen mehr Farbe. Der Millionaire ist ein bisschen, ja, schierer, ein bisschen durchsichtiger, hat aber einen etwas dunkleren Grundton und ja, ebenfalls sehr schön viel Glitzer, sehr schön viel Schimmer. Ja, und ist ein ganz, ganz toller Ton, wie gesagt, für den One Shadow Look. Ich finde den ganz toll und kann ihn euch nur wirklich ans Herz legen und verstehe sehr gut, warum viele ihn einfach total schön finden. Dann kommen wir zu einem meiner Favoriten aus dieser Bestellung und zwar ist es die Farbe Runyon. Das ist ein eher perlschimmrigerer Ton in einem richtig schönen, peachigen Roségold. Man könnte ihn so ein bisschen vergleichen mit La Mesa. La Mesa hat ja auch so einen peachy, roségoldenen Unterton, hat aber wesentlich mehr Glitzer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der Runyon, der hat wesentlich mehr Schimmer. Er hat mehr Farbe, mehr Grundfarbe, mehr Eigenton und er hat ein eher schimmriges Finish, so ein Perlschimmer und nicht so eine Glitterbombe, was ich auch schön finde tatsächlich, aber es ist halt eher ein bisschen cleaner, ein bisschen subtiler, nicht ganz so Disco-Kugelmäßig. Und damit finde ich den so schön als One-Shadow-Look. Vielleicht könnt ihr jetzt ganz gut sehen, was ich meine. Die anderen glitzern wirklich von hier bis nach Meppen. Und der hat einfach nur so einen richtig schönen, metallisch-perligen Glow. Und ja, das ist Runyon und ich finde, Runyon ist einfach ein Traum. So, Lille, und dann kommen wir jetzt zu den drei farbigeren Tönen. Ich steigere mich mal langsam, Freunde. Ich steigere mich langsam. Ich beginne mit Twitter Padded. Ebenfalls geht es in die Richtung Roségold, aber mit einem wesentlich pinkeren Unterton. Ja, der ist halt schon richtig rosa und hat halt so einen richtig coolen, champagnerfarbenen, goldenen Shift. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. So sieht er halt richtig rosa aus. Da sieht man ganz gut die Untertöne tatsächlich. Und aber im Licht, oh, Wahnsinn. Twitter Padded, super schön. Mehr Farbe auf jeden Fall, aber immer noch alltagstauglich. Und das ist mir bei den Super Shop Shadows halt auch wirklich wichtig. Ich finde, da sollte man sich Töne aussuchen,
für den One-Shadow-Look, die man halt auch eben schön tragen mag. Und jetzt weiß ich gar nicht, welche Farbe ich krasser finde, Leute. Ich glaube, ich fange an mit dem Peach-Ton. Und zwar ist das die Farbe Chirp. Sucht euch aus. Und das ist so ein richtiger Orangeton, Neon, Hummerfarben, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Also diese Farbe, Leute, für den Sommer. Hat auch goldenen Glow, nicht viel Glitzer, ein bisschen Glitzer. Ja, und einfach ein Träumchen. Geht mehr so in die Richtung von dem Runyon, der ja auch eher schimmrig, metallig ist. Und ja, das ist Chirp. Megaton. Ich freue mich so, den im Sommer zu tragen. Party auf dem Augenlid. Und dann eine für mich sehr ungewöhnliche Farbe, aber andererseits auch irgendwie nicht, weil die liebe Nadeshda hat in der Trio-Chrom-Palette einen für mich generell sehr ähnlichen Ton. Und zwar ist es die Farbe Dream Lover. Und da seht ihr schon, das ist so ein Multichrom, lila, blau, ganz, ganz, ganz schön. Ein richtiger Fuchsia-Ton fast. Und wie gesagt, für mich geht der schon so ein bisschen in die Richtung von Natasha Denona, Triochrom. Da ist er. Ihr seht den lilafarbenen Unterton, da habt ihr den Unterton. Und dann, wenn das Licht drauf fällt, habt ihr diesen blauen Shift. Ebenfalls ähnlich wie Chirp oder wie Runyon. In diesem Metallic Look, nicht in glitzerig. Ja, mega. Also, ja, da sind sie nochmal alle. Ich liebe ja Swatches, ne? Das macht mich richtig glücklich, wenn ich das sehe. Ich muss die nicht mal benutzen. Alleine das Swatchen bringt mich schon nach vorne. Wer kennt's? Wer fühlt sich angesprochen? Ärmchen heben. Ja, meine Lieben, das ist mein Colourpop Super Shock Shadow Haul. Schreibt mir super, super gerne mal, ob ihr die Produkte kennt, ob ihr welche habt, ob ihr sie genauso toll findet wie ich, ob ihr immer wieder wie ich die Liebe neu entdeckt für den einfachen Alltagslook. Schreibt mir das auf jeden Fall und wenn ihr die gerne mögt und welche habt, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Empfehlung, welche ich nochmal anschauen soll. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich drücke euch, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.